Unter Interims-Coach Emil Mutacic verloren Münchner am Samstag beim Tabellenvierten EWE Baskets Oldenburg mit 77:137. Wettbewerbsübergreifend war es vierte Niederlage in Serie der bereits für Playoffs qualifizierten Bayern mit 46:6 Punkten nur noch knapp vor Alba Berlin 44:8 stehen. Wir haben 100 Punkte zugelassen, die Fans war schlecht, das ist der einzige Grund, sagte Bayern-Kapitän Anton Gabel bei Telekom Sport knapp, er wollte ausdrücklich nicht auf Drängersituationen eingehen. Erst am Donnerstag hatte der Club überraschende Trennung von Djordjevic verkündet. Im Vorlauf der Entscheidung war München im Eurocup-Halbfinale an Darüs auf Acker Istanbul gescheitert und hatte zwei Tage später dann das Ligaspitzenspiel gegen Verfolger Berlin deutlich mit 72:91 verloren. Es war erste Liga-Pleite nach 20 Erfolgen in Serie. Den Ausschlag für Trennung sollen aber Probleme in der internen Kommunikation gegeben haben. Erst im Februar hatten Münchner unter Djordjevic den ersten Pokalsieg seit 50 Jahren gefeiert. Im Kampf um Endrundenteilnahme der Basketball-Bundesliga feierten am Samstag Gießen 46:1 ein wichtiges 107:96, 54:47 gegen Medi Bayreuth. Die 46:1 dürfen als Zehnter noch auf einen Platz unter den ersten acht hoffen, Bayreuth liegt weiter recht sicher auf dem fünften Rang. Die BG Göttingen schwebt nach dem 92:103, 49:45 bei Science City Jena weiterhin in Abstiegsgefahr.